Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und heute gibt es den mittlerweile 9. Flottendreier. Die Reihe, in der ich dir 3 günstige und praktische Ausrüstungsgegenstände in einem kurzen Video vorstelle. Viel Spaß mit dem Video. Neu in meinem Equipment und sofort bei mir beliebt, die Thermarest Rich Rest Schaumstoff-Isomatte. Aufblasbare Isomatten haben begonnen mich zu nerven und sind mir auf Dauer zu teuer. Deshalb habe ich mich für die Thermarest Schaumstoffmatte entschieden. Diese gibt es in 2 Größen. 183 x 51 oder 196 x 63 cm. Dabei wiegt sie entweder 363 oder 567 Gramm. Die Matte ist somit leicht und durch ihren Schaumstoff gut haltbar. Praktisch unverwüstlich und leicht genug, um überall mitgeführt zu werden. Das Design sagt mir zu und hat laut Hersteller noch den zusätzlichen Effekt, dass in den Ritzen Wärme eingeschlossen wird. Beim ersten Overnighter mit dieser Matte waren Temperaturen um die 4 Grad Grenze. Für die Matte kein Problem. Ich lag bequem und mir war warm. Die Matte kann natürlich auch zum Hinsetzen genutzt werden. Durch ihre Robustheit und Nässetoleranz kein Problem auch bei dornigem und feuchtem Untergrund. Einfach eine günstige und effektive Schaumstoffmatte mit einem eher hohen Packmaß. Ebenfalls bei mir im Einsatz, vor allem jetzt wieder, wo die Tage dunkler werden, eine Campinglaterne mit integrierter Powerbank. Sie wiegt 130 Gramm und ist 38 x 10 x 12 cm groß. Warum benutze ich diese Laterne gerne? Diese ist wasserdicht nach IP68 und stoßfest. Ich muss mir also keine Gedanken um die Laterne machen. Gleichzeitig hat sie eine integrierte Powerbank, 2600 mAh zum Aufladen meines Handys und dazu noch verschiedene Lichtmodi. Ein Low-Lichtmodus mit 20 Lumen und einem High-Modus mit 100 Lumen. Dazu Rotlicht, rotem Stroboskoplicht und rotem SOS-Modus. Einfach eine günstige Campinglaterne, um die ich mir keine Sorgen im Regen machen muss und an der ich auch noch mein Handy aufladen kann. Als drittes eine Kleinigkeit aus meinem EDC bzw. Lagerbereich. Ein sogenanntes Schlüsselkabel, ein rostfreies EDC-Tool mit einem Schraubgewinde. So kann man das flexible Kabel biegen und knicken, ohne es dabei zu beschädigen. Super, um durch kleine Löcher in Messer, Schlüssel, Taschenlampe oder Laterne durchzuführen und diese dann zu befestigen. Einfach durchführen und verschrauben. Fertig! Günstig und praktisch als kleiner Ersatz zu sonst starren Karabinern. Ja, meine Lieben, das war der 9. Flotte 3er. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr noch so für günstige Ausrüstungsgegenstände benutzt. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du keinen Flotten 3er mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.